Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Extract of Pineal Gland. Eure verkalkte Zirbeldrüse treibt sich wieder auf dem Kanal von Caroline Mathieu rum. Genauer gesagt auf dem Reisekanal von Caroline Mathieu, denn auf ihrem Hauptkanal wurde schon lange Zeit kein neues Video veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob der Kanal wirklich gesperrt ist oder ob sie ihrer Community hier einfach nur wieder verkaufen möchte, dass sie auf böse Weise von YouTube zensiert wird oder nee. In Carolins Welt ist das natürlich ganz anders. Da steht natürlich die Bundesregierung dahinter und zensiert YouTube und verbietet YouTube, dass Caroline hier irgendwelche Videos hochladen darf, ist klar. Und darum soll es hier allerdings gar nicht gehen, sondern um ihren aktuellen Vlog Nummer 972 mit dem Titel nun auch noch ein Fake-Minister? Ausrufezeichen Södis Zahlenlüge. Es handelt sich hier nach eigenen Angaben um einen Kurz-Vlog und der ist 27 Minuten und 32 Sekunden lang. Ich will hier auch nicht das komplette Video kommentieren. Die letzten 5-6 Minuten werde ich einfach weglassen, weil ich einfach glaube, dass sich das nicht wirklich lohnt. Aber unsere geliebte Schwurbelprinzessin haut in den restlichen Minuten hier ordentlich was raus. Was es auf jeden Fall, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Zeug hier zu kommentieren und zu kritisieren. Es geht um Karl Lauterbach, der ja eigentlich gar keine Kompetenz hätte, ein Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Es geht darum, dass der angeblich auf Twitter irgendwelche Follower gekauft hat oder einen großen Teil seiner Follower, ein großer Teil seiner Follower nicht echt wäre. Und außerdem auch am Rande um Sarah Wagenknecht und ihre Aussagen gegenüber Karl Lauterbach, beziehungsweise darum, dass ja, Wagenknecht Aussagen getätigt hat, die in die Karten von Querdenkern reinspielt. Neben Karl Lauterbach und Wagenknecht geht es auch um das Thema Rechtsextremismus oder allgemein auch um politisch motivierte Straftaten. Das finde ich ganz besonders verwerflich, was Caroline hier gleich raushauen wird. Natürlich, wie immer, wie sollte es anders sein, geht es um das Thema Corona und Impfungen und dass da angeblich irgendwelche Statistiken gefälscht wären oder verzerrt, nee, nicht gefälscht, sondern verzerrt wären und dass die nicht ganz korrekt wären, mag sogar sein, können wir gleich nochmal zusammen prüfen. Und das sind so die Hauptthemen in diesem Video. Jetzt aber genug der Vorrede, starten wir direkt mit dem Video von Caroline Mathieu, Vlog Nummer 972. Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 972. Gebt mir mal bitte eine Rückmeldung, ob ihr Bild und Ton habt, ob ihr was seht und was hört. Ich weiß nämlich nicht genau, wie gut das Internet hier funktioniert. Deswegen einmal bitte eine Rückmeldung, bevor wir loslegen. Noch. Naja, Caroline, wenn das Internet auf deinem Dorf halbwegs gut funktioniert, dann wird es doch da, wo du jetzt gerade bist, auch ganz gut klappen, oder? Sehe ich nichts. Ah, jetzt kommen die ersten Kommentare. Aber bisher nur ein Hallo, noch keine Rückmeldung, ob irgendwas durchkommt. Ah, sehr gut. Gutes Bild und guter Ton. Können wir also loslegen. Und heute sitze ich so ein bisschen in Anführungszeichen auf dem Trockenen. Ich habe nämlich keinen Themenzettel, denn ich habe keinen Stift dabei. Und ich habe auch nur ein Handy mit. Ich konnte mir nicht mal am Zweithandy einen Themenzettel digital machen. Deswegen nenne ich euch die Quellen jetzt vorweg. Es kann sein, dass ich dann in der richtigen Zuordnung ab und an die Quelle vertausche. Nur, dass ihr da informiert seid, dass ihr euch nicht wundert. Ich konnte mir die Sachen, über die ich mit euch reden will, jetzt nicht mittels Themenzettel zumindest nochmal so zusammenschieben, dass ich weiß, wo ich es her habe. Die heutigen Quellen sind auf jeden Fall ZDF. Gut, bei der Meldung könnt ihr überall gucken, das wird überall publiziert. Nordbayern.de, der Fokus und der Tagesspiegel. So. ZDF, Nordbayern, Fokus und Tagesspiegel. Mensch, Caroline, das ist doch alles Lügenpresse. Hast du uns nicht immer erzählt, dass das alles ganz, ganz böse ist und dass die alle immer Fehlinformationen verbreiten? Aber wie kannst du dich denn dann
da auf diese Quellen verlassen, das kann doch gar nicht sein, Caroline, da widersprichst du dir doch. Du müsstest doch eigentlich immer reitschuster.de als Quelle angeben. Das ist doch deine Hauptquelle und da wird doch immer nur die Wahrheit publiziert. Stimmt's, Caroline? Dass ihr euch da nicht wundert, wenn er dann vielleicht die Meldung. Naja, ich sollte vielleicht nicht allzu viel Ironie in meinen Videos walten lassen. Wenn hier der ein oder andere neue Zuschauer reinkommt, denkt er sich so vielleicht, was ist denn das für ein komischer Schwobler hier? Nee, liebe Freunde, also Reitschuster, da geht da bitte nicht drauf. Der verbreitet Falschinformationen oder veröffentlicht dort Falschinformationen. Er schreibt das auch nicht grundsätzlich selber, aber definitiv keinen Besuch wert. Und wer sich nicht richtig informieren möchte, der gehe da bitte hin. Aber alle anderen sollten diese Seite absolut meiden. Meldung in einer anderen Zeitung nachliest. So, schauen wir aber mal, was in Absurdistan so abgeht und was soll ich euch sagen? Ja, absurder geht's kaum noch im wahrsten Sinne des Wortes. Absurder geht's kaum noch, Freunde. Die Superlative und Steigerungen finden kein Ende bei Caroline Mathieu. Ihr merkt schon, also im nächsten Video wird es dann wahrscheinlich auch wieder so sein, dass es dann doch noch absurder und doch noch verrückter wird in Deutschland. Deutschland ist oder wird von Caroline als Absurdistan bezeichnet. Ja, was soll man dazu sagen? In Carolins Welt, es wird alles immer nur noch schlimmer. Also sie tut mir schon fast ein bisschen leid. Und zwar ist das eingetreten, was, naja, der geneigte Verschwörungstheoretiker ja schon seit geraumer Zeit befürchtet hat. Denn Lauterdamus, der Weltuntergangsprophet, der einzige Experte hier im Land, wie er. Also erstens mal ist Lauterdamus oder Karl Lauterbach, den sie ja damit meint, kein Weltuntergangsprophet, sondern ein Mahner und Warner. Und er hatte in den meisten Fällen auch recht damit. Nicht immer. Da hatte die Tagesschau heute einen interessanten Artikel veröffentlicht. Da haben die nämlich gesagt, dass Lauterbach durchaus an einigen Stellen auch falsch lag mit seinen Einschätzungen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dank Lauterbach wurden wir immer wieder wachgerüttelt und auch die Politik wurde immer wieder wachgerüttelt. Und ich bin froh, ehrlich gesagt, dass er jetzt Gesundheitsminister geworden ist, weil er aus meiner Sicht ja in der Pandemie eine Stimme der Vernunft ist, der wie gesagt immer wieder gewarnt hat, immer wieder zu Recht auch gewarnt hat und dementsprechend sehe ich dem Ganzen sehr, sehr positiv entgegen. Der ja medial gern verkauft wird, der ist nun tatsächlich. Und nein, Lauterbach wird nicht, wie Caroline es hier behauptet, als der einzige Experte in Sachen Corona-Pandemie ja immer wieder hervorgezogen, sondern Lauterbach ist einer der Experten innerhalb der Pandemie auf jeden Fall, wie gesagt, eine Stimme der Vernunft. Und aber es gibt eben noch diverse andere Menschen, die da immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden, weil die sich einfach im Gegensatz zu Carolin mit Virologie und Epidemiologie auskennen. Als Gesundheitsminister vorgesehen. Wir erinnern uns alle noch dran, dass vor einigen Jahren seine Ex-Frau ganz offen geäußert hat, dass sie es für brandgefährlich hält, wenn dieser Mann irgendwo ministeriale Verantwortung bekommt. Also sie. Ja, okay. Und seine Ex-Frau ist natürlich auch die absolute Referenz, wenn es darum geht, seine Kompetenz in Sachen Gesundheitspolitik einzuschätzen. Nee, Caroline. Nee. Einfach nein. Hält ihn für charakterlich nicht geeignet und da ist sie mit Sicherheit nicht die Einzige. Denn wenn man da mal so ein bisschen durch die Vita geht, da soll es ja auch das ein oder andere Problem mit den Unterhaltszahlungen für die eigene Brut gegeben haben. Also offensichtlich war Lauterdamus noch nicht mal allzu bereit, hatte offensichtlich nicht das allergrößte Interesse für seinen eigenen Nachwuchs zu zahlen. Ja. Ja, na und? Also ich meine, das Privatleben von Karl Lauterbach geht mich ehrlich gesagt absolut nichts an. Und das habe ich vorhin auch schon zu Philipp, zu ASKL gesagt. Es ist mir egal, was ein Politiker in seinem Privatleben treibt, ja, solange er sich an die geltenden Gesetze und unsere gesellschaftlichen Normen und Regeln hält. Solange er kein Schwerverbrecher ist, sage ich jetzt mal, ist mir das vollkommen wurscht.
Er soll einfach eine vernünftige Politik machen und damit ist gut. Er soll das machen, wofür er bezahlt wird, und er soll das machen, was das Land voranbringt, nämlich eine gute Politik soll er machen. Und alles andere ist mir ehrlich gesagt schon total egal. Und warum zum Geier, liebe Caroline, liebe Schwurbelprinzessin, stürzt du dich denn immer auf das Privatleben? Kritisier doch bitte gerne irgendwelche Aussagen von Lauterbach oder von mir aus irgendwelche politischen Themen, die er verbockt hat. Da gibt es ja vielleicht durchaus Sachen. Ich meine, hier schaut euch das mal an, liebe Freunde. Ich habe hier was rausgesucht, von der Tagesschau, das hatte ich gerade schon erwähnt. Werde ich auch unter meinem Video hier verlinken. Und zwar die Tagesschau hat, die böse, böse Tagesschau, die Caroline ja immer so kritisiert als Hofbericht. Erstattungsorgan hier irgendwie. Auch die geht kritisch mit Karl Lauterbach um. Und zwar haben die hier einen kurzen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Warner mit Ungenauigkeiten. Ich lese nur mal ganz kurz die, ja, ich sag mal, zweite Überschrift. Der designierte Gesundheitsminister Lauterbach wird als Fachmann geschätzt. Doch einige seiner Behauptungen waren nicht belegt, beispielsweise über Corona-Zahlen auf Mallorca oder gestrecktes Cannabis. So, wieso sollte man die Tagesschau jetzt als Hofberichterstatterin bezeichnen, wenn sie doch den Lauterbach kritisiert? Das ist halt komplett widersinnig, also widerspricht sich einfach total. Und wie gesagt, ich werde das hier verlinken. Es gibt hier einige Fakten, die aufgezählt werden, bei denen Lauterbach nicht richtig lag, wo er daneben lag mit seiner Einschätzung. Trotzdem, wie gesagt, muss man ja sagen, er ist auf jeden Fall ein kompetenter Politiker. Das hat sich auch gerade jetzt in der Pandemie immer wieder gezeigt. Er ist ein Warner gewesen, wie gesagt, und mit seinen Warnungen, da lag er oft sehr, sehr richtig. Und ich denke schon, dass er die ganze Lage insgesamt ziemlich gut einschätzen kann. Ich meine, der Mann macht ja schon seit fast 2 Jahren jetzt nichts anderes, als die Pandemie zu bewerten, zu beurteilen, zu schauen, in welche Richtung geht es, wo haben wir falsch reagiert, wo können wir besser reagieren, was sollten wir tun. Wir müssen aufpassen, sagt er halt immer wieder. Und da hat er einfach recht. Ich meine, wir sind nun mal in einer weltweiten Pandemie, auch wenn Caroline das nicht wahrhaben möchte, aber es ist so, die Fallzahlen auch in den Krankenhäusern bestätigen das. Und wie gesagt, die Tagesschau, selbst die Tagesschau geht kritisch mit ihm ins Gericht. Und ja, darauf kann man sich dann auch gerne stürzen, auf irgendwelche Fakten, ja. Die Tagesschau sagt dann eben, ja, hier und da hat er wirklich falsche Aussagen getätigt oder Aussagen, die einfach nicht belegbar sind oder auch im Nachhinein sich als falsch erwiesen haben. Und da kann ich sagen, ja, natürlich, da kann man ihn kritisieren, auf jeden Fall. Aber doch nicht mit seinem Privatleben, was irgendwelche Ex-Frauen zu ihm gesagt haben oder, ich weiß nicht, irgendwelche Äußerlichkeiten, auf die Caroline da immer abzielt. Das ist doch wirklich unterste Schublade. Das ist sogar schon unterhalb von irgendwelchen, von einem Bild-Zeitungsniveau, von irgendwelchen Boulevardmedien. Also Caroline wirklich. Meine Güte, ey, dann kritisiere ihn doch bitte wenigstens für irgendwas, was er wirklich mal gesagt hat oder irgendwelche politischen Vorhaben, die er irgendwie verbockt hat von mir aus. Aber doch nicht so ein Quatsch, meine Güte. Und dafür wird sie von ihrer Community auch noch abgefeiert. Also wirklich, oh mein Gott, wie weit sind wir eigentlich gesunken? Und sowas will moralisch geeignet sein als Minister? Naja, sei mal dahingestellt. Aber gut, das ist ja noch das Harmlose. Was die da privat im Schlafzimmer machen, scheiß drauf. Ja, Caroline, wenn du drauf scheißt, dann erwähne es doch gar nicht erst und kümmere dich einfach mal um Dinge, die wirklich von Belang sind. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die ganz massiv an einer Geeignetheit zweifeln lassen, die eine solche meiner Meinung nach sogar widerlegen. Oh, Freunde, jetzt kommt bestimmt was. Jetzt kommt bestimmt politischer, inhaltlicher, hochbrisanter Content. Vielleicht sollte man auch noch mal kurz darauf eingehen, dass, besonders jetzt beim ZDF wieder hervorgehoben, aber eigentlich landauf, landab medial gesehen, vielleicht sollte man noch mal darauf eingehen, dass hier immer vom Gesundheitsexperten gesprochen wird. Ja, zu Recht. Ich habe heute sogar gelesen, der promovierte Epidemiologe. Also soweit ich weiß, ist der
wenn die Promotion denn echt ist, ist er allenfalls ein Gesundheitsökonom. Das heißt, er hat in einem Teilbereich, in einem Fachgebiet promoviert, in dem es um die wirtschaftliche Seite im Medizinsektor geht, wie Krankenhäuser Gelder sparen können beispielsweise. Das hat mitnichten irgendwas mit Gesundheit zu tun. Das ist Wirtschaft, das ist Finanzgeschichten, das ist eher so eine Art Buchhalter. Also als Gesundheitsexperte würde ich den Mann vor dem Hintergrund seiner Promotion nicht bezeichnen wollen. Aber es geht ja noch viel weiter. Naja, gut, da ist die Frage, ob man ihn als Gesundheitsexperten oder ob man seinen in der Bevölkerung akzeptierten Status als Gesundheitsexperten wirklich daran festmachen sollte, worin er promoviert hat. Ich habe euch dazu mal was rausgesucht hier. Beim bösen, bösen Wikipedia, Caroline sagte ja letztens, ja, Wikipedia, also wenn es um politische Themen geht, dann ist Wikipedia ganz, ganz böse, hat Caroline gesagt, so sinngemäß. Aber bei allen anderen Themen, da wäre Wikipedia ja richtig toll. Naja, gucken wir uns mal an, was Wikipedia hier zu Karl Lauterbach schreibt, zu seinem Leben. Und hier geht es ja insbesondere darum, um die Kritik von Caroline, die ja sagt, er wäre gar nicht prädestiniert dafür, irgendwie Gesundheitsminister zu sein, beziehungsweise hätte gar keine Kompetenz. Gucken wir uns das mal an. Den ersten Teil seines Lebens bis zum Gymnasium überspringe ich mal, dann hat er Abitur abgelegt, okay. Dann geht's los. Ab 1982 studierte Lauterbach Humanmedizin an der RWTH Aachen und an der University of Texas at San Antonio, USA. 1991 wurde er im Rahmen von Studien an der Kernforschungsanlage Jülich an der University of Arizona in Tucson von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit der Dissertation Weiterentwicklung des Parametric Gammascopes auf der Grundlage von experimentellen und klinischen Studien zum Dr. Med promoviert. Ja, hört sich jetzt irgendwie gar nicht so wirklich nach Wirtschaft an. Promoviert hat er mit der Dissertation Weiterentwicklung des Parametric Gammascopes auf der Grundlage von experimentellen und klinischen Studien. Also das hört sich jetzt erstmal nicht wirklich mit dem so an, als wäre das jetzt grundsätzlich nur das Thema Wirtschaft in der Medizin oder im Gesundheitswesen. Von 1989 bis 1992 studierte er an der Harvard School of Public Health, wo er 1990 einen Master of Public Health mit Schwerpunkten Epidemiologie und Health Policy and Management erlangte. Ja, okay, das ist ja richtig. Management, das klingt schon eher nach Wirtschaft, ist in Ordnung, ja, aber das ist nicht seine Doktorarbeit gewesen. So, 1992 ein Master of Science in Health Policy and Management. Von 1992 bis 1993 hatte er ein Fellowship. Ja, achso, nee, noch mal kurz zurück, ja. Also von wegen, er kennt sich nicht mit Epidemiologie aus. Wie gesagt, 1990 einen Master of Public Health mit Schwerpunkt Epidemiologie. Ja, okay, und Health Policy and Management. Also er kennt sich auf jeden Fall mit Epidemien aus. So viel steht mal fest. Er hat jedenfalls einen Master in diesem Studienbereich. So. Caroline behauptet ja, er wäre gar kein richtiger Epidemiologe, aber doch, er kennt sich auf jeden Fall damit aus. Er hat das auch studiert und er hatte Epidemiologie eben, wie gesagt, auch als Schwerpunkt in seinem Studium. So. Was hatte Caroline eigentlich nochmal als Schwerpunkt in ihrem Studium? Ich glaube, das war irgendwie Physik und Informatik, was sie da studiert hat. Hat sie auch anscheinend nicht abgeschlossen. Wo ist eigentlich ihre Kompetenz? Warum möchte sie uns hier über
irgendwelche Impfungen aufklären, wenn sie doch gar keine Ahnung davon hat, wirft allerdings anderen Menschen vor, die wirklich Ahnung haben, sie hätten keine Ahnung. Alles klar. Danke, Caroline. So, von 1992 bis 1993 hatte er ein Fellowship der Harvard Medical School inne. Gefördert von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung erlangte Lauterbach dort 1995 den Abschluss Scientiae Doctor, das ist hier Latein. Einer seiner Betreuer war, okay, das ist egal, bla bla bla. 2010 erhielt er die Approbation als Arzt in Deutschland. Diese hatte er nach dem Abschluss seines Medizinstudiums zunächst nicht beantragt. Okay. Okay, dann geht es hier noch weiter. Kurz, ganz kurz nur noch. 1996 beauftragte die Universität zu Köln Lauterbach als neu berufenen Professor mit der Gründung des Instituts für Gesundheitsökonomie, Medizin und Gesellschaft, welches seinen Betrieb Ende Februar 1997 aufnahm. 1998 wurde er Direktor dieser Einrichtung, inzwischen umbenannt und so weiter und so fort. Naja, gut, okay. Außerdem natürlich innerhalb der SPD zuständig für Gesundheit. Also da ist er sozusagen das höchste Tier, was überhaupt Gesundheit angeht und das schon für lange, lange Jahre. Also ihm da irgendwie Kompetenzen abzusprechen, wenn man selber sein Studium abgebrochen hat, so wie Caroline, oder einfach nicht mehr weiter studiert, um im Internet irgendwelche Falschinformationen rauszuhauen. Ja, was soll man dazu sagen, Freunde? Ne? Also wenn man keine Kompetenz hat und anderen studierten Leuten Kompetenzen abspricht, das geht natürlich ja, komplett nach hinten los, beziehungsweise ist einfach vollkommen daneben. Also ich meine, wenn sie wenigstens irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie in Medizin oder von Medizin eine Ahnung hätte, okay, aber mit einem abgebrochenen Studium da irgendwelche Schwurbeleien raushauen und die Leute glauben ihr das auch noch. Eieiei, was soll man dazu sagen? Denn es gibt ja auch ganz, ganz böse Zungen, die behaupten, der hat von Medizin überhaupt keine Ahnung, der hat einen Doktortitel eigentlich. Ja, Caroline, und du hast von Medizin dann anscheinend, also wenn Lauterbach keine Ahnung von Medizin hat, dann hast du, weiß ich nicht, was du dann hast, negative Erfahrungen mit Medizin oder wie soll man das dann nennen? Also, wenn Lauterbach eine Erfahrung von 0 hat, dann hat Caroline eine Erfahrung von minus 1000, was Medizin anbelangt und Epidemiologie. Eigentlich nur noch zusätzlich gemacht, weil er immer als Fake-Arzt bezeichnet wurde im Bundestag vor einigen Jahren. Also sei es mal dahingestellt, inwiefern dieser Mann überhaupt irgendeinen Bezug zur angewandten Medizin hat. Ich würde er darf Arzt, wenn ich das mal ganz salopp ausdrücken darf. Ne? Also, wie wird das hier formuliert? Ich habe das. Moment. Approbation oder wie nennt man das? Ja. Hier, genau. 2010 erhielt er die Approbation als Arzt. So, ob er das nun ausübt oder nicht, wie er das auch immer möchte, aber er dürfte es tun. Mein überhaupt nicht. Der hat noch nie einen Patienten aus der Nähe gesehen, meiner Information nach. Ist für die Patienten auch besser so. Aber es gibt noch was, da könnte man fast schon drüber lachen. Denn ich habe ja in die Überschrift. Ja, na und? Warum muss er, um ein guter Gesundheitsminister zu sein, warum muss er dafür Arzt gewesen sein, der Patienten gesehen hat, Caroline? Geschrieben, Fake Minister. Du bist doch auch kein Arzt und willst uns irgendwelche medizinischen Informationen preisgeben. So, warum Fake? Er inszeniert sich auf Twitter ja immer so ein bisschen als Scheinriese. Über eine halbe Million Abonnenten und er twittert ja noch selbst, steht in seiner Vita. Ein Bundestagsabgeordneter, der noch selber twittert. Ja, gut, mag ja sein, dass der den Stuss, den er rauskotzt, selber schreibt. Die Sache ist nur, die Leute, die ihm dazuhören, die existieren zu großen Teilen überhaupt nicht. Und das kann jeder von euch selber nachverifizieren. Denn es gibt so ein paar nette Internet-Tools, da kann man verschiedene Accounts prüfen lassen für Twitter. Zum Beispiel Twitter Audit, habe ich bei Facebook schon geteilt. Gibt es ganz, ganz viele, müsst ihr gucken, dass ihr ein kostenloses findet. Gibt auch welche, die müsst ihr als Pro-Version kaufen oder müsst euch einloggen. Müsst ihr einfach mal durchtesten, welche für euch da in Frage kommen. Da könnt ihr jeden Twitter-Kanal, den es gibt, scannen lassen auf seine Authentizität. Ihr könnt also angezeigt bekommen, wie viele der Follower, die einen Kanal hat, echt sind und wie viele davon fake gekauft sind. Was Bots sind, also nicht existente Menschen. Und jetzt ratet mal, was beim Lauterdamus bei meiner eigenen Prüfung rauskam.
Ich habe vorher ein paar Screenshots gesehen, deswegen dachte ich mir, das muss ich doch mal verifizieren. Und ich habe Twitter Audit verwendet und kam auf einen Realitätsgehalt des Lauterdamus von etwa 50%. Nur etwa 50% seiner Twitter-Abonnenten sind reale Menschen. Angeblich, wenn man denn diesen Prüfportalen Glauben schenken mag. Also ich meine, das ist natürlich auch nochmal die Frage, wie kommen die auf diese Zahl? Ich meine, ich möchte es jetzt auch nicht anzweifeln. Ich sage ja nur, es muss nicht unbedingt stimmen, was dort geschrieben wird. Es kann stimmen, vielleicht stimmt es sogar. Ja, aber ich meine, wer prüft diejenigen, die diese Twitter-Accounts prüfen, könnte man genauso gut hinterfragen. Und Caroline, sind eigentlich all deine Abonnenten auf YouTube echt oder sind die auch teilweise gefaked? Also, lässt das schon irgendwie relativ tief blicken. Jetzt kann man natürlich überlegen, okay, hat er sich halt ein paar Abonnenten mutmaßlich gekauft und was ist da jetzt das Problem? Das Problem ist der Charakterzug, der da im Hintergrund steht. Warum sollte sich jemand, normal denkender Mensch, der jetzt nicht irgendwie größenwahnsinnig oder narzisstisch oder sonst wie veranlagt ist, warum sollte sich ein normaler Mensch hunderttausende Abonnenten kaufen? Also im Influencer-Bereich, auf Instagram war das früher mal ein Riesending. Das haben ganz, ganz viele gemacht, damit sie mehr hatten. Allerdings löscht Instagram das glücklicherweise weg. Also es ist ziemlich dämlich, wenn man das tut. Aber es gab früher mal so eine Masche auf Instagram, dass sich alle, besonders die ganz Großen, die mehrere Millionen haben, die haben sich regelmäßig ein paar Hunderttausende zugekauft, um lukrativere Werbedeals an Land zu ziehen. Ja, genau deswegen gibt es diese Tools mittlerweile, damit eben die Firmen nicht mehr über den Tisch gezogen werden können. Denn das ist ein glatter Betrug, wenn man suggeriert, man hat eine Reichweite, die man in Wahrheit gar nicht hat. So, das war also durchaus mal eine große Nummer im kommerziellen Bereich. Da haben sich Influencer und möchtegern Influencer Abonnenten gekauft, um zu suggerieren, ich bin ja viel größer, ich kann höhere Preise verlangen für die Werbekooperation. So, jetzt frage ich mich aber, warum ein Politiker das tun sollte, der in aller Regel keine Kooperation schaltet, der in aller Regel keinen finanziellen Vorteil daraus zieht, der nämlich abgesichert ist über seinen Abgeordnetengehalt, immerhin 10.000 Euro auf die Kralle pro Monat. So, was kann der für einen Hintergrund haben, warum er sich hunderttausende mutmaßlich Abonnenten kauft? Mir fällt da ehrlich gesagt nur der Größenwahn ein. Sich als etwas darstellen wollen, was man überhaupt nicht ist. So, und wenn man da jetzt so ein bisschen wieder auf die Charakterzüge eingeht, von wegen, ist der Mann denn in der Lage, Minister zu sein oder ist das nicht? Jemand, der sich selber hunderttausende mutmaßliche Abonnenten kaufen muss, damit er sich besser fühlt, damit er sich wichtig fühlt, damit er sich künstlich Geltung verschafft, will man den wirklich in einer Position haben, wo er über die Leben anderer Menschen entscheiden darf? Naja, also ihm einfach nur vorzuwerfen, er hätte hier Abonnenten gekauft, das, ich weiß nicht, das geht schon ein bisschen weit. Also ich meine, einfach nur irgendwie so einen Twitter-Account irgendwo eingeben, dann da irgendwelche Informationen ablesen, auf irgendwelchen Vergleichsportalen oder auf irgendwelchen Checkportalen und ihm deswegen jetzt unterstellen zu wollen, er hätte irgendwelche Follower gekauft, das geht schon ein bisschen weit. Ich meine, das ist auf jeden Fall ein Indiz, okay, das lasse ich gelten. Aber das jetzt als wahr zu verkaufen, also das geht dann doch schon zu weit. Da müsste man dann eigentlich sagen, naja, das müsste man dann noch weiter prüfen, ob das wirklich der Fall ist. Wie weit kann man solchen Prüfportalen vertrauen? Und selbst wenn diese Zahlen stimmen würden, muss das jetzt auch wirklich sein, dass Lauterbach selbst da tatsächlich Follower gekauft hat oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, wie er zu diesen Fake-Followern gekommen ist? All solche Sachen verschweigt Caroline hier auch und stellt hier solche Indizien schon wieder als Faktum dar. Das ist natürlich schon wieder, sie möchte natürlich auch einfach ihr persönliches Narrativ hier weiter stricken und sagen, ja, guckt mal hier, die etablierten Politiker, die sind alle böse, böse und die kaufen alle ihre Follower und sind auch sonst total unseriös. Also, naja. Freunde, man weiß es nicht und ehrlich gesagt, es ist mir auch irgendwo ein Stück weit egal. Ja, solange dieser Mensch einfach eine gute Politik macht, ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, solange Lauterbach eine gute Gesundheitspolitik macht, ist mir das alles ehrlich gesagt relativ Wumpe. Ja, er kann da, von mir aus kann er sich da irgendwie die Hälfte seiner Twitter-Follower gekauft haben. Okay, ist ein blöder Zug, macht man nicht, beziehungsweise ist eigentlich eine Fehlinformation oder eine Täuschung der Bevölkerung. Okay, wenn es denn wirklich so ist, was ja noch nicht mal klar ist.
Aber letzten Endes kommt es für mich einfach darauf an, dass eine gute Politik gemacht wird. Und Caroline geht überhaupt nicht auf seine Politik ein. Wo sie kommt hier schon wieder mit irgendwelchen Sachen von seiner Ehefrau und dass er irgendwelche Alimente nicht bezahlt hat und irgendwelche Twitter-Follower angeblich gekauft hat. Selbst wenn das alles stimmt, das hat alles nichts mit Politik zu tun. Caroline, ich dachte, du machst hier irgendwie einen Politik-Vlog, aber das, was du machst hier, ist wirklich unterstes Bild-Zeitungsniveau, ganz ehrlich. Jemand, der offensichtlich ein so kleines Ego hat, dass er es aufpolieren muss mit laut Twitter-Audit bzw. laut Authentizitätsprüfungstools fast 50% gekauften Followern. Also ergibt jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel Sinn. Und nochmal, wir reden hier von Twitter. Auf Twitter ist es nur wirklich scheißegal, wie viele Abonnenten jemand hat. Ja, es gibt so ein Psychospielchen, da wo schon viele sind, kommen noch mehr hin. Also das ist tatsächlich in der Werbeindustrie auch relativ weit verbreitet. Gibt es auch einige große, namhafte öffentlich-rechtliche Kanäle. Wenn man die mal durch einen Scanner laufen lässt, da gibt es aber durchaus interessante Beobachtungen, auch bei YouTube. Wenn man da also mal schaut, was denn die großen Funkkanäle so für einen Follower-Zuwachs haben, da sieht man teilweise, dass da jeden Montag mal eben 20.000 neue dazu kommen. Und das ausgerechnet. Ich habe so einen Scanner ehrlich gesagt noch nicht für YouTube gefunden. Diesen Twitter-Audit-Scanner, den sie hier anspricht, den habe ich auch gefunden. Und ich habe auch mal, erstens mal habe ich Carolins Twitter-Account da durchgejagt und dann nochmal Karl Lauterbachs Account, einfach nur nochmal, um zu checken, ob Caroline hier wirklich die Wahrheit sagt. Wenigstens was das Ergebnis von Twitter-Audit angeht, hat sie recht. Ob das, wie gesagt, darauf dann tatsächlich schließen lässt, ob Lauterbach da wirklich Follower gekauft hat, das sei mal dahingestellt. Aber ich habe tatsächlich kein solches Checkprogramm oder so ein Online-Tool für YouTube gefunden. Also wenn ihr sowas habt oder gesehen habt, würde mich sehr interessieren. Da würde ich dann doch schon ganz gerne mal den ein oder anderen Account selber durchlaufen lassen und das Ganze mal überprüfen lassen. Einfach, ja, der Neugier halber. Rechnet montags immer 20.000 neue Abonnenten dem Kanal folgen, sehr unwahrscheinlich. Also kann man auch durchaus spekulativ an den Tag legen, ist da vielleicht nachgeholfen worden. Denn so das Klassische, wo schon ein großer Berg von irgendwas ist, kommt noch viel mehr dazu. Das funktioniert leider auch in sozialen Netzwerken. Kann jeder auch bei sich selber mal ein bisschen so überlegen, welchen Accounts folgt man denn eher? So unterschwellig? Folgt man eher dem kleinen Account, der 150 Abonnenten hat? Oder folgt man vielleicht ganz automatisch eher dem Kanal, der 150.000 Abonnenten hat? Ja, ich folge dem Kanal, der für mich gute Informationen bietet, beziehungsweise einfach das anbietet, was ich gerne sehen möchte. Und wenn das nur ein kleiner Kanal ist, dann folge ich dem trotzdem. Ich kümmere mich da wirklich zu 0%, auch unterschwellig meines Erachtens. Also ich meine, niemand hat ja wirklich Einfluss auf sein Unterbewusstsein. Jedenfalls ist das relativ schwierig, aufs Unterbewusstsein dann mit kognitiven Tricks Einfluss zu nehmen. Aber ich denke schon, dass ich da überhaupt nicht beeinflusst bin von irgendwelchen Follower- oder Abonnentenzahlen, sondern das ist mir relativ egal. Ich abonniere die Kanäle, von denen ich denke, dass ich darüber regelmäßig informiert werden möchte und gucke da wirklich gar nicht. Also ich achte einfach auch gar nicht auf die Abonnentenzahl. Klar, manchmal guckt man dann eben doch mal und schaut irgendwie, wie viele Abonnenten hatten der ein oder andere Kanal. Aber an vielen Stellen interessiert mich das auch einfach gar nicht, weil ich dann einfach auch möchte, dass ich da informiert werde über Dinge, die mich einfach interessieren. Und da sind mir doch die Abonnentenzahlen total egal. Die haben jeweils die gleichen Inhalte. So statistisch gesehen, da gibt es tatsächlich psychologische Erhebungen, ist es so, dass man dann eher dazu geneigt ist, dem großen Kanal, dem großen Account zu folgen, weil das machen ja schon viele. Ja, Mann, wer ist denn Mann? Mann sind längst nicht alle Menschen. Wird also suggeriert, jetzt kommen wir wieder auf Kurzi nach Österreich, wird also suggeriert, dass das ja gut sein muss. 150.000 an. Im Gegenteil, Freunde, wenn ich so darüber nachdenke, manchmal sind tatsächlich die Kleinkanäle diejenigen, die wirklich Dinge bringen, die es sonst eigentlich gar nicht so richtig gibt. Oder was heißt eigentlich? Manch ein kleiner Kanal bringt Informationen oder Inhalte, die es einfach so auf großen Kanälen nicht gibt. Und dementsprechend bin ich auch
ein großer Fan von kleinen Kanälen. Also, wie gesagt, Hauptsache der Inhalt passt. Andere vertrauen darauf, also klicke ich das auch an. Und wenn es nur 150 Popelige sind, ja, dann kann es ja nicht so toll sein. Wenn man da eins zu eins die gleichen Inhalte gegenüberstellen würde, 150.000 zu 150, garantiere ich euch, der 150.000er Kanal wird einen exorbitant höheren Zuwachs an Abonnenten haben als der 150er, als der 150er. Aber da müsst ihr euch mal einlesen, wenn euch das interessiert. Ja, das erscheint mir auch logisch, weil ich meine, Reichweite, wie der Name schon war, sagt, Reichweite generiert Reichweite. Beziehungsweise, naja, das ist ein bisschen blöde formuliert. Wenn du viele Abonnenten hast, kennen dich einfach viele Menschen. Und dadurch, dass dich viele Menschen kennen und eventuell weiterempfehlen, kriegst du dann eben auch viele neue Abonnenten. So kann man das einfach zusammenfassen. Ja, schon. Denke schon, dass da was Wahres dran ist, aber wie gesagt, mir ist das vollkommen egal. Genau das hat man ja in Österreich gemacht. So hat man ja die kurzen Umfragen aufpoliert, um zu suggerieren, er wäre beliebt. Damit die Österreicher dann denken, ja, wenn alle den toll finden, dann finde ich ihn ja vielleicht auch toll, der kann ja nicht so schlecht sein. Also, das könnte durchaus. Wobei, das war für Lauterdamus ursprünglich ja völlig irrelevant, weil es ging ja nicht um irgendwelche Wahlergebnisse, denn man muss dazu sagen, seine hunderttausenden Fake-Abonnenten sind nicht unbedingt ganz neu, die gab es vor 4 Jahren schon. Gibt nämlich unterschiedliche Tools, die verschiedene Zeiträume betrachten. Und bei Lauterdamus auf dem Kanal war es vor 4 Jahren schon auffällig bei Twitter, dass da die Hälfte eben nicht echt war. Damals war er, soweit ich weiß, nicht wirklich im Wahlkampf involviert, also der kommerzielle Hintergrund fällt raus, der Hintergrund, dass man da irgendwie politisches Kapital draus schlagen will, fällt raus, bleibt von dem, was mir so einfällt. Also wenn ich jetzt Kritiker von Lauterdamus, so wie Caroline ihn ja nennt, wäre, dann würde ich doch trotzdem Parallelen ziehen zu einem politischen Kapital, was man daraus schlägt, wenn man mehr Abonnenten auf Twitter hat oder mehr Follower auf Twitter hat, wie es da heißt. Das ist doch klar, wenn einen mehr Leute kennen, wählen einen mehr Leute, auch wenn es 4 Jahre her ist. Ich meine, seine Bekanntheit steigt dadurch und letzten Endes ist er dann irgendwann so bekannt, dass er zu so vielen Talkshows eingeladen wird und dann letzten Endes Bundesminister für Gesundheit wird. Also da kann man doch schon Parallelen ziehen oder könnte man Parallelen ziehen, wenn man es denn böse meinte. Aber Caroline schließt das hier vollkommen aus. Also ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen inkonsistent hier ihre Argumentationsweise. Eigentlich nur noch der Hintergrund, dass. Also Leute, versteht mich nicht falsch. Ich möchte Lauterbach hier nicht unterstellen, so wie Caroline das hier macht, dass er Follower gekauft hat. Indizien sprechen dafür, okay. Aber ob das wirklich so ist, wie sie es hier darstellt, das kann keiner einschätzen. Auch Caroline kann das nicht einschätzen und dementsprechend verbietet es sich eigentlich mal wieder über solche Sachen zu spekulieren, aber Caroline interessiert das natürlich nicht die Bohne und Hauptsache ihr Narrativ wird bedient und Lauterbach wird hier fertig gemacht. Aber ob das alles der Wahrheit entspricht, steht wie gesagt in den Sternen bzw. ist unbekannt. Dass es eben um Ego, um das Streicheln des eigenen Egos geht. Und das passt auch wundervoll zu seinen Auftritten in diversen Talksendungen. Sich inszenieren als einzig wahrer Experte, wenn es aber dann wirklich mal Kontra gibt, beispielsweise. Lauterbach inszeniert sich doch überhaupt nicht als einzig wahrer Experte. Er geht zu Talkshows, weil er dort eingeladen wird. Erster Punkt. Niemand zwingt irgendwelche Sender oder irgendwelche Formate dazu, Lauterbach zu Talkshows einzuladen. Das ist Quatsch. Er wird eingeladen. Warum? Ja, weil er nun mal Kompetenz hat. So. Beziehungsweise weil Leute ihn für kompetent halten. Zu Recht meiner Meinung nach, das hatte ich ja gerade vorgelesen. Er hat da auf jeden Fall einen akademischen Bezug zu dieser ganzen Sache. Caroline unterstellt ihm, er hätte gar keine Kompetenz, ist Quatsch, ne? Haben wir gerade nachgelesen. Wie gesagt, er wird nicht dazu gezwungen, in Talkshows zu gehen und er stellt sich auch nicht als der einzige Experte dar. Das ist totaler Bullshit. Das hat er noch nie in irgendeiner Talkshow oder auch an irgendwelchen anderen Stellen behauptet. Nur Caroline, legt ihm das hier in den Mund. Das ist, schon wieder, ja, man kann sagen, eine dreiste Lüge von unserer geliebten Schwurbelprinzessin Caroline Mathieu. Von Sarah Wagenknecht. Dann ist er so klein mit Hut, dann kann er nämlich gar nichts mehr sagen. Wenn er mal irgendwo auf was festgenagelt wird, dann. Ah, okay, jetzt kommen wir hier zu Sarah Wagenknecht. Wollen wir doch mal schauen, was Sarah Wagenknecht zu der ganzen Sache zu sagen hat. Öffnen. Thank
Kimmich war es ja auch so. Der hat ja nicht der Bild-Zeitung gesagt, ich will jetzt unbedingt ein Interview geben, wo ich begründe, dass ich mich nicht geimpft habe, sondern der ist gelöchert worden. Und wenn man Leute löchert, die nicht geimpft sind, dann begründen sie irgendwann, warum sie es nicht sind. Und dann gibt es ein Riesengeschrei, wie böse sie sind, weil sie gegen die Impfung werben. Ich möchte gar nicht gegen die Impfung werben. Oh, Caroline, hast du das gehört? Sarah Wagenknecht möchte nicht gegen die Impfung werben. Das müsste doch eigentlich deiner Meinung ziemlich widersprechen, oder? Ich möchte auch niemanden, ich habe auch Menschen gerade bei Älteren sehr wohl überzeugt, sich impfen zu lassen, weil ich möchte auch wirklich nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand, der im hohen Risiko steht, jetzt wegen mir sagt, ja, wenn die Wagenknecht sich nicht impfen lässt, mache ich es auch nicht. Das hielt ich auch für falsch. Aber ich finde, die ganze Debatte ist so moralisch aufgeladen und aufgeheizt. Ja, liebe Frau Wagenknecht, die Debatte ist so moralisch aufgeladen und aufgeheizt, weil, und jetzt kommt was ganz Interessantes, warum ist denn das so? Ja, weil's eine moralische Debatte ist. Ganz einfach. Es hört sich irgendwie plump und banal an, aber es ist nun mal so. Ich meine, es ist doch nun mal eine moralische Geschichte, ob man sich impfen lässt und damit das Gesundheitssystem entlastet, potenziell entlastet, ja, die Chance drastisch reduziert, auf eine Intensivstation oder in ein Krankenhaus wegen einer Covid-19-Erkrankung zu kommen. Damit entlastet man eben, wie gesagt, das Gesundheitssystem, beziehungsweise die Pflegerinnen und Pfleger, das ganze medizinische Personal, ich kann es ja nur immer wiederholen. Dadurch schafft man natürlich auch Platz für Leute, die gerade akut behandelt werden müssen in Krankenhäusern und auf Intensivstationen. Klar, ich meine, wenn sich keiner impfen lassen würde, ja, dann wären unsere Krankenhäuser voll und unser Gesundheitssystem wäre komplett am Ende. Das ist ein Faktum, den möchte Caroline und den möchten Corona-Leugnerinnen und Leugner, Corona-Schwurbler nicht gerne hören, aber es ist nun mal so, wenn sich keiner impfen lassen würde, wenn keiner die Maßnahmen befolgen würde, dann wäre unser Gesundheitssystem jetzt schon völlig am Ende. Und wenn diese Leute dann einen Termin bräuchten, weil sie, keine Ahnung, eine Hüft-OP machen wollen, dann gäbe es den einfach nicht. Dann müssten sie einfach Jahre warten, bis sie dann mal irgendwie operiert werden würden. Dann würden sie auch meckern, unser Gesundheitssystem ist so scheiße. Ja, Freunde, warum ist unser Gesundheitssystem so Mist? Naja, weil ihr euch nicht impfen lassen habt. Das ist nun mal ein moralisches Thema, beziehungsweise es geht hier um ethische Verantwortung einfach. Und ich verstehe nicht, warum Leute sich nicht impfen lassen. Wirklich nicht, ganz ehrlich. Also es sprechen einfach viele, viele Gründe, abgesehen mal davon, dass man sich selber schützt, dafür. Und warum macht man es nicht einfach? Also, und sagen, Wagenknecht hat hier einfach keine Ahnung, beziehungsweise behauptet hier ja oder fragt sich, warum das denn so moralisch aufgeladen ist. Ja, na, weil es ein moralisches, ethisches Thema ist, um das es hier geht. Meine Güte, ey. Kein Durchblick mehr, die Leute hier. Nicht mal die Wagenknecht. Oh Gott, oh Gott. Dann ist meistens Schicht im Schacht, dann schweigt sich ein lauter Damus aus, dann zieht er nur noch Fluppe oder pöbelt. Also. Ach echt? Wann denn? Wo denn? Tatsächlich auf Kritik eingehen, hat der Mann ja in den letzten Monaten nicht tun müssen. Im Gegenteil, dem wird immer eine Bühne geboten, wo er unwidersprochen jeden Scheiß rausknallen kann. Jeden Scheiß, der sich im Nachgang dann als in den allermeisten Fällen unwahr herausstellt. Aha, in den allermeisten Fällen. Alles klar, Caroline. Irgendwelche Belege, Fakten, Quellen, gibt's da irgendwas? Nö, natürlich nicht. Ne? Ich würde nämlich genau mal, okay, dann kann ich natürlich auch einfach das Gegenteil behaupten. Lauterbach hat in den allermeisten Fällen recht. So, und dazu werde ich auch keine Quelle verlinken, weil das ist einfach so. Ne? Dann drehen wir den Spieß mal um und behaupten einfach genau das Gegenteil und werden auch keinerlei Quellenangaben oder irgendwelche Fakten nennen, sondern einfach nur sagen, wie Caroline, es ist einfach so und ihr müsst mir jetzt glauben. So. Als überzogene Panikmacher. Wie war das? Hat nicht, wie heißt denn der von den Linken? Ich habe seinen Namen vergessen. Also Gysi war das doch sogar. Der hat doch sogar mitgeteilt, der. Oh, wie hat er den Lauterdamus genannt? Panikpapst? Nee, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall selbst populäre Politiker der Linkspartei haben ihn ja als Panikboje. Heulboje. Als Zombie-Seuchen Heulboje haben sie ihn ja bezeichnet. So, aber lassen wir das erstmal alles beiseite. Ja, Lafontaine und Wagenknecht sind für mich zwei gute Gründe, die Linke nicht zu wählen. Ich wähle sie trotzdem.
Aber die beiden, also wenn es noch mehr von diesen beiden, naja, Menschen in der Linken gäbe, dann würde ich mir das doppelt und dreifach überlegen, ob ich die wirklich noch wähle. Also es gibt auch aus guten Gründen viele, viele Gegner von Wagenknecht und auch von Lafontaine innerhalb der Linken. Und wie ich auch schon in einem meiner letzten Videos gesagt habe, man kann nicht immer zu 100% mit einer Partei übereinstimmen. Wagenknecht schlägt sich aus meiner Sicht viel, viel zu sehr auf die rechte Seite. Ich weiß nicht, ob man sie überhaupt noch als linken Politikerin bezeichnen kann. Oskar Lafontaine schlägt in dieselbe Kerbe, also, naja. Tut mir als einem der. Tut mir als Linkem dann doch schon ziemlich weh. Meine Schmerzgrenze ist da ehrlich gesagt auch schon fast erreicht. Also wenn Wagenknecht und Lafontaine nicht sich bald mal eine andere Partei suchen, dann könnte es bei mir tatsächlich sogar so weit gehen, dass ich die Grünen wähle statt den Linken. Seid ihr wisst nun auf. Und das würde mir wirklich wehtun, weil ich die Grünen auch für viele Sachen kritisiere. Nicht für so viele Sachen wie die CDU und die FDP. Auch die SPD kann man für viele Sachen kritisieren, aber die Grünen wären dann für mich noch die, wäre für mich noch die Partei, die ich am ehesten wählen würde. Offensichtlich ist am Twitter-Auftritt des Lauterdamus nicht allzu viel echt, und das kann jeder von euch selber nachschauen. Einfach bei Google eingeben, Twitter, Fake-Follower-Finder oder so, kriegt dahin. Lafontaine war es, Dankeschön. Ich habe den Namen vertauscht. Und dann jagt doch einfach den Account mal selber durch die Prüfung, und dann könnt ihr euch anschauen, was davon nur echt übrig bleibt und was nicht. Ich glaube langsam, das Einzige, was echt ist bei diesem Mann, ist das Gebiss. Und das ist nicht unbedingt positiv. Aber das haben wir auch schon 30.000 Mal besprochen. Jemand, der offensichtlich nicht in der Lage ist, sich die Zähne ordentlich zu putzen. Ich meine, mit 10.000 Euro pro Monat kann man sich auch einen Zahnarztbesuch leisten. Jemand, der das aber nicht hinbekommt, will andere über Gesundheitsthemen aufklären. Ja, ich meine, wenn ich einen Fitnesscoach will, dann suche ich mir auch jemanden, der an akuter Adipositas leidet und 400 Kilo auf die Waage bringt. Ist ja logisch. Wie gesagt, Lauterbach hat die ganze Sache studiert. Er ist lange Zeit Gesundheitsexperte in der SPD gewesen. Er hat einfach Erfahrungen und Kompetenzen, die eine Caroline Mathieu absolut nicht hat. Wie gesagt, und sie will uns aber erklären, nee, nee, also weil der Lauterbach, der hat ja schlechte Zähne und deswegen darf der kein Gesundheitsminister sein. Ist halt vollkommener Bullshit. Hat halt überhaupt nichts mit Kompetenz und zu tun und ist einfach nur irgendeine Äußerlichkeit. Meine Güte, ey. Also wie gesagt, unterstes Boulevardniveau hier. Gehe ich dann davon aus, der kann mir mit Sicherheit vermitteln und offen und auch positiv vorleben, wie ich persönlich fit werde. Ja, also ein Gesundheitsexperte. Ja, und jemand, der sein Informatik- und Physikstudium nicht richtig abgeschlossen hat und den ganzen Tag nur auf YouTube rumschwurbelt, der will mir erklären, wie die Lage in Deutschland ist und wen man wählen sollte und wen nicht und warum man sich die Spritze nicht setzen lassen sollte. Genau so läuft das bei dir, Caroline. Meine Fresse, ey. Dessen Zähne 300 Meter gegen Wind zu stinken scheinen. Ja, na Ich glaube, da und? jemand langsam kriegt da Angst. Also das, Meine was Güte, aktuell ey. als Kabinett zusammengestellt wird, das ist, wenn überhaupt, ein Gruselkabinett. Denn, naja, Absurdistan kann eigentlich kaum noch ins noch absurdere abgleiten. Nee, das geht nicht. Aber in deinem nächsten Video wird es dann noch absurder und in dem übernächsten wird es dann am absurdesten. Und in Vlog Nummer 1000 ist es dann so absurd, noch absurder geht's gar nicht mehr. Und danach wird es aber noch absurder, als es überhaupt schon ging. Also vorher schon, dafür müssen ganz andere Zeitformen in der deutschen Grammatik erfunden werden. Da muss nämlich noch, da müssen auch noch, da muss es nach dem Superlativ auch noch den Super-Superlativ geben, weil ohne das kann Caroline dann auch keine Vlogs mehr aufnehmen. Aber die SPD legt ordentlich vor, legt die Stange beim Limbo immer tiefer, sodass Lauterdamus schreitet trotzdem noch aufrecht runter durch. Sie haben nun auch schon Ja, und mitgeteilt, deine wer Limbo-Stange Innenminister ist wird. schon auf dem Innenminister, Boden. innen! Wir haben da nämlich eine Frau rangezogen. Da haben sie sich ganz, ganz groß für gerühmt. Sie haben ja ihr Kabinett paritätisch besetzt. So, wer das Wort nicht kennt, müsste auch nicht kennen. Sie haben gleich viele Männer wie Frauen. Eigentlich sollte es nach Qualifikation gehen, nicht nach dem, was man zwischen den Beinen baumeln hat oder eben nicht baumeln hat. Das ist erstmal Punkt 1. Aber das ist bei der SPD längst anders, denn sie haben. Hä? Naja, wenn
es einen Mann und eine Frau gibt, Caroline. Ja, ich erkläre dir das jetzt mal auf Kindergartenniveau. Es gibt da so einen Mann und so eine Frau. Und die können beide eine Sache so ziemlich gleich gut, ja? Und nun gibt es aber ganz, ganz viele Männer, die werden da schon irgendwie in dieser Regierung eingesetzt, beziehungsweise die haben dann irgendwie schon ganz, ganz viele Aufgaben, ja? Und dann denkt man sich, ja, okay, dann nehmen wir halt auch mal eine Frau, weil die kann das ungefähr gleich gut wie dieser Mann, aber wir haben schon ganz viele andere Männer, die haben schon ganz viele Aufgaben, aber eher weniger Frauen. So, was macht man dann? Naja, dann lässt man eben die Parität walten und bevorzugt die Frau vor dem Mann. So. Das gibt es auch in der freien Wirtschaft, die ja Caroline immer so anpreist. Zum Beispiel werden Behinderte bei Stellenausschreibungen oder bei Bewerbungsgesprächen dann eben doch bevorzugt, wenn es, sagen wir mal, eine sehr, sehr geringe Quote an Mitarbeitenden in einem Betrieb gibt, die einen Behinderungsgrad aufweisen. Solche Sachen, das ist einfach, ja, ausgleichende Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, beziehungsweise Minderheiten dürfen nicht benachteiligt werden. So sieht das einfach mal aus. Von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau versteht Caroline anscheinend sehr wenig. Also wenn sie denn einen Typen hätte, wäre sie wahrscheinlich in der Küche, würde brav aufs Kind aufpassen und dem Mann dann irgendwie ganz brav dann das Abendbrot zubereiten, wenn der dann von der harten Arbeit nach Hause kommt, damit er was zu beißen zwischen die Kiemen bekommt. Anders kann ich mir das jedenfalls nicht vorstellen. Ihr Familien- und Weltbild scheint da doch schon sehr, sehr antiquiert zu sein. Mir einen Kanzler, das ist ja ein Mann, eher ein Männchen, würde ich sagen, Senilo Scholzes. Und dann haben sie noch drei Minister, die auch Männer sind, die sie vorgeschlagen haben. Und da brauchen sie ja dann auch vier Frauen. Und da hat man beispielsweise eine Faeser, nennen sie Faeser, heißt die. Nie von gehört, habe ich auch nichts verpasst, ich weiß nicht, wie es euch geht. Die hat beim Parteitag, auf jeden Fall bei der SPD, bei der Sitzung, wo sie sich das da ausgekaspert haben, wer da nun welchen Posten kriegt, der ist ganz, ganz stolz direkt in die Bresche gesprungen und hat mitgeteilt, dass die sich um die schlimmste Bedrohung der freiheitlichen Demokratie kümmern will. Und da habe ich schon gedacht, ja, hey, geht sie gegen die Bundesregierung vor? Schafft sie sich selber ab? Nee, weit gefehlt, leider nicht. Sie will mit aller Härte gegen den Rechtsextremismus vorgehen. Also daran sieht man, dass die Dame offensichtlich nicht geeignet ist für dieses Amt, denn jemand, der verantwortungsbewusst, vernunftbasiert herangehen würde, hätte mitgeteilt, er geht gegen jeden Extremismus vor. So, wenn man da schon anfängt und sich da sein ideologisches Wagen. Das macht sie natürlich auch. Sie will ja gegen jeden Extremismus vorgehen. Aber sie hat gesagt, dass sie besonderes Augenmerk auf den Rechtsextremismus legen möchte. Und warum ist das so, liebe Freunde? Dazu habe ich euch hier mal einen kleinen Videoausschnitt vom Neo-Magazin Royal rausgesucht. Da geht es um das Thema AfD und was diese tolle Partei schon alles Gutes geleistet hat. Und da gucken wir mal rein, wie die Statistik bei politisch motivierten Straftaten aussieht, weil da hatte ausgerechnet die AfD eine kleine oder große Anfrage, ich glaube eher eine kleine Anfrage, gestellt. Und da gucken wir mal, wie da geantwortet wurde. Wie viele politisch motivierte Straftaten gab es im Jahr 2015? Bitte vergleichend nach Phänomenbereich gegenüberstellen und nach Art der Delikte aufschlüsseln, fragt die AfD. Und die Antwort kam direkt von der Landesregierung Sachsen-Anhalt. Es gab 15 politisch motivierte Straftaten von Nichtdeutschen, 15, insgesamt 2162, davon 230 aus dem Bereich Linksextremismus und 1749 aus dem Bereich Rechtsextremismus. Finger weg. Ja, sehr, sehr cooler Beitrag hier vom Neo-Magazin. Guckt da gerne mal rein, was die sehr gute Partei AfD schon alles für Deutschland geleistet hat. Ja, und genau so wie diese Statistik hier aussieht fürs Jahr 2015, da hat sich nicht wirklich was geändert. Ich habe das nachgeschlagen. Die allermeisten politisch motivierten Straftaten auch innerhalb von ganz Deutschland gehen ganz, ganz klar von rechts aus.
Und dementsprechend legt die neue Bundesinnenministerin natürlich besonderen Wert darauf, gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Das passt unserer geliebten Schwurbelprinzessin natürlich gar nicht in ihr Weltbild. Denn wenn man selber ein rechter bis rechtsextremer Mensch ist, dann... Tja, dann ist es natürlich ganz, ganz schlimm, wenn das Innenministerium da gegen Rechtsextremismus vorgehen möchte. Naja, mehr brauche ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Wenn man Fältchen rauspickt, dann weiß man genau, okay, alles andere fällt hinten über. Heißt, religiöser Extremismus, Linksextremismus, Weltuntergangsextremismus, der ganze Bullshit, wird kein Hahn nachkrähen. Nee, das hat sie nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, dass sie besonderes Augenmerk auf den Teil der politisch motivierten Straftaten lenken möchte oder setzen möchte, der nun mal der relevanteste bzw. schlimmste ist. Und das ist ganz eindeutig der Rechtsextremismus, liebe Caroline. Das sagt die Statistik schon seit Jahren, schon seit Jahrzehnten ist das so. Kann man also von Anfang an sagen, die Frau wird massivst eingefärbt, mit massiver Schlagseite arbeiten. Ach Mensch, Caroline, also von politischer Einfärbung und mit Schlagseite arbeiten, da verstehst du ja absolut auch irgendwie was davon, ne? Also was anderes machst du doch auch nicht den ganzen lieben langen Tag, liebe Caroline. Du bist doch auch, du versuchst doch auch einfach nur dein Narrativ unter die Leute zu bringen. Merkt ihr das wirklich nicht? Oder will die einfach nur ihre Community verarschen? Also mal wieder linksextremistische Straftaten, die ungesühnt bleiben. In Berlinistan fast jeden Tag Autoabfackelungen und so weiter und so fort. Interessiert keine Sau, wird sich politisch keiner drum kümmern. Ja, liebe Freunde, zum Autoabfackeln in Berlin, da habe ich auch mal eine interessante Statistik rausgesucht, hier bei Wikipedia. Oder wie Caroline sagen würde, beim bösen... Moment... Bei der bösen Wikipedia hier, ja, hier haben wir es doch, und zwar der Artikel Brandanschläge auf Kraftfahrzeuge in Berlin, da gucken wir mal ganz schnell rein. Nehmen wir mal das Jahr 2017, ist das aktuell geführte Jahr hier. Anzahl der Anschläge 262, davon politisch motiviert 27. Pardauz, also ungefähr so, naja, 10% der Anschläge sind tatsächlich nur politisch motiviert. Im Jahr 2016 war diese Diskrepanz noch krasser. Das heißt, Caroline versucht es hier wieder so darzustellen, als ob ja Brandanschläge auf Autos in Berlin grundsätzlich links motiviert wären. Quatsch, ne? Ist totaler Unsinn. Die allermeisten Brandanschläge sind gar nicht politisch motiviert gewesen, sondern wahrscheinlich einfach nur Langeweile, weil Leute einfach Bock hatten, ein Auto anzuzünden. So. Widerspricht einfach absolut der Tatsache und das kann auch jeder nachlesen. Wikipedia verlinkt ja da auch immer wieder Quellen. Lest das gerne nochmal nach, wenn ihr es mir nicht glaubt. Aber mehr Geld gegen rechts. Wenn an einer Laterne ein böser Aufkleber klebt, dann schreitet die Staatsmacht los. So wird es ausschauen. Also ein Innenminister, Vorliebe entscheidet, mit welcher Extremismusform er sich beschäftigt und mit welcher nicht, der ist nicht geeignet für dieses Amt. Hat sie nicht gemacht. Sie hat einfach nur gesagt, sie will besonders Rechtsextremismus bekämpfen, was logisch ist, weil eben Rechtsextremismus nun mal die größte Gefahr ist, die es so an politisch motivierter Gefahr in Deutschland gibt. Also das ist statistisch so und das, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten. Und Caroline leugnet hier einfach mal wieder die Faktenlage. Entweder gegen jeden Extremismus oder aber weg aus den Posten. Da muss jemand hin, der es kann. Und die. Wer soll es denn sein, liebe Caroline? Wer soll es denn deiner Meinung nach machen? Das ist doch immer wieder so eine wunderschöne Frage, die ASKL stellt. Wer soll es denn stattdessen machen, liebe Caroline? Wer ist denn deiner Meinung nach am besten für diesen Posten geeignet? Reitschuster oder bist du es selber oder wer soll es machen? Die Frau Faeser kann es offensichtlich nicht. Zumindest hat sie es ziemlich deutlich klar gemacht. Sie ist noch nicht mal im Amt und Caroline meint jetzt schon wissen zu können, dass die Dame keinerlei Kompetenzen hat. Es ist einfach unglaublich schlecht. Mal wieder
unterste Schublade hier. Ich kann es nur immer wiederholen. Dass sie es nicht kann. Dass sie nicht in der Lage ist, unvoreingenommen, unpopulistisch, irgendwo vernunftbegabt. Sie ist nicht unvoreingenommen und populistisch. Alles klar. Was bist du denn, Caroline? Du bist ja total unvoreingenommen und überhaupt nicht populistisch, ne? Politik zu machen. Und es gibt einige Gefahren für die angeblich freiheitliche Demokratie. Problem ist nur, die größte Gefahr ist diese Regierung selbst. Und zwar die alte sowie auch die neue, die jetzt uns ins Haus steht. Müssten sie sich also selbst abschaffen. Aber gut, kommen wir weiter zur... Alles klar. Also, ich fasse das kurz zusammen. Rechtsextremismus ist in Carolins Augen nicht so schlimm oder eigentlich, ja, also, nochmal ganz ruhig. Rechtsextremismus ist in Carolins Augen harmlos im Vergleich zur neuen Bundesregierung. Ja? Lasst euch diese Aussage einfach mal auf der Zunge zergehen. Also, lieber Verfassungsschutz, ne, wenn ihr das hier gerade hört, diese Dame hier, Caroline Mathieu, behauptet, Rechtsextremismus wäre harmlos im Vergleich zu der Politik, die die neue Bundesregierung machen wird. So, mehr brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen. Nächste Meldung, denn als Steigbügelhalter des Lauterdamus ist ausgerechnet unser Südolfus auffällig geworden. Das hat vermeldet der Tagesspiegel an der Stelle, das weiß ich noch. Die erste Meldung war ZDF, also Lauterdamus, der nun als zukünftiger Minister uns aufgezwungen wird. Und das zweite ist der Tagesspiegel, denn Südolfus... Der wird uns nicht aufgezwungen, liebe Caroline. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat bei der Bundestagswahl, bei der aktuellen Bundestagswahl, die allermeisten Stimmen erhalten und stellt demnach die meisten Minister und Ministerinnen. Ja, ich weiß, du magst ja das Gendern so gern. Und dementsprechend geht das Gesundheitsministerium nach demokratischem oder auf demokratischem Wege an die SPD und die SPD hält Karl Lauterbach für den kompetentesten Gesundheitsminister. So, was bitte daran ist aufzwingen, Caroline? Wo ist da jetzt hier die Diskrepanz? Was ist das Problem mit der Demokratie? Ich glaube eher, dass du das Problem innerhalb der Demokratie bist, aber das ist schon wieder eine andere Sache. Persönlich ist für Lauterdamus in die Breschen gesprungen. Stellt sich mir jetzt auch ein bisschen die Frage, warum? Weil gleich und gleich sich vielleicht häufig zusammengesellt? Ja, gleich und gleich gesellt sich häufig zusammen. Das sieht man auch an deinem Chat, von dem du ja hofiert wirst. Und da freuen sich immer alle über deine Schwurbelaussagen. Ne? Aber einfach mal so ein bisschen hinterfragen, was die Dame hier den ganzen Tag so raushaut. Fehlanzeige. Lauterdamus... Südolfus ist genauso größenwahnsinnig wie Lauterdamus. Sieht man schon daran, dass er sich jetzt in den letzten Monaten hat das nicht mehr gemacht, aber in den letzten Jahren immer vor Schlössern inszeniert hat. Hat er murkselig, ich glaube in Bamberg war es, im Schloss empfangen. Oh mein Gott, Söder hat irgendjemanden in irgendeinem Schloss empfangen. Das muss man natürlich kritisieren, wenn man Caroline Mathieu heißt. Aber einfach mal so ein bisschen Politik von Söder kritisieren, also... Das ist schon wieder so ein inhaltsleeres Video, meine Güte, ey. Lauterbach hat schlechte Zähne und Söder inszeniert sich vor irgendeinem Schloss. Was ist das? Was ist das? Das ist doch kein Journalismus. Wieso hat die Frau einen Presseausweis? Den müsste man ihr wegnehmen und durch den Schredder jagen. Meine Fresse, ey. Ja, okay. Weiß man, was dieser Mann gerne wäre, aber was er nicht ist, glücklicherweise nicht ist. Südolfus ist also genauso größenwahnsinnig, genauso totalitär und genauso großer Sadist, meiner Meinung nach. Genau wie Lauterdamus. Was hat das jetzt mit Sadismus zu tun und Totalitarismus? Schon wieder nicht erklärt hier an der Stelle? Alle anderen unterdrücken, sich selber moralisch überlegen fühlen. Passt also wundervoll zusammen, dass ausgerechnet die beiden da dann eine gemeinsame Sache zu machen scheinen. Südolfus? Allerdings scheint auch nicht so der Allerehrlichste zu sein. Ja, wen überrascht das jetzt? Denn nordbayern.de hat sein Mantra der letzten Wochen so ziemlich in der Luft zerrissen, was der geneigte Verschwörungstheoretiker sowieso schon getan hat, weil ist ja kein Geheimnis. Aber das ist jetzt sogar im Mainstream angekommen. Denn Lauterdamus hat, nicht Lauterdamus, ich vertausche die Fatzen immer, weil es ist halt eins zu eins der gleiche Brei.
Sidolfus hat ja vor 2, 3 Wochen ganz, ganz groß behauptet, eine Pandemie der Leute ohne heilige Kuh. Hat suggeriert, die, die keine heilige Kuh adoptiert haben, die sind schuld daran an Zombie. Und das sind ja nur... Das ist auch größtenteils leider so. ...nur Leute ohne heilige Kuh in Krankenhäusern und den ganzen Schwachsinn. Ja, stimmt leider nicht. War ja damals schon klar, wurde ja auch damals schon interveniert. Ja, Moment, die Zahlen, die sind offenbar nicht wirklich korrekt. Jetzt findet es aber endgültig den Weg in den sogenannten Mainstream, denn Nordbayern hat sich die Zahlen mal genauer angeschaut. Und denen ist aufgefallen, dass die Statistik völlig verzerrt ist. Denn... die Statistik unterscheidet zwischen Leuten mit heiliger Kuh und Leuten ohne heiliger Kuh, was ja erstmal richtig ist. Das Problem ist nur das Zustandekommen dieser Statistik, dieser Kategorisierung. Denn wer nicht sofort den Pass der heiligen Kuh vorzeigt, gilt automatisch als Person ohne heilige Kuh. Wer also nicht mitteilt, dass er eine heilige Kuh adoptiert hat, wird reingeschoben in die Gruppe der nicht heilige Kuh-Adoptanten. Wird dann so ein bisschen verschwurbelt ausgedrückt, der Status, wo es unklar ist. Also bei jedem, wo keine Information vorliegt. Was ist denn daran verschwurbelt ausgedrückt? Wenn man sagt, es ist unklar, dann ist es unklar. Dann ist es weder geimpft noch ungeimpft. Dann weiß man es einfach nicht. Was ist denn daran unklar? Jedem wird dann entschieden, der ist ungesumpft. Ja, das verzerrt eine Statistik natürlich ganz gewaltig. Ja, wie hoch die Verzerrung ist, das lässt sich ja schwer sagen. Das kann ja, Freunde, dazu habe ich auch mal was rausgesucht hier. Wo ist denn das hier? Ja, das auch. Ja, das spielt da auch mit rein. Nur mal ganz kurz hier. Da geht's beim Westdeutschen Rundfunk um doppelt geimpft und trotzdem krank. Warum gibt es so viele Impfdurchbrüche? Das ist relativ interessant. Hier die Statistik ist auch ganz gut. So lange schützen die Impfungen vor schweren Erkrankungen. Fand ich ganz gut, hier nach 4 bis 6 Monaten nur noch 74% Schutz. Ja, ne? Hier nach 1, 2 Monaten den höchsten Schutz und danach sinkt das dann hier immer weiter. Also Leute, lasst euch impfen. Nach spätestens 6 Monaten sollte man definitiv boostern, wenn man denn der Statistik und der Wissenschaft Glauben schenken mag, was die einzige logische Folgerung sein kann. Man kann ja nicht einfach sagen, hier, ich glaube Caroline, ist natürlich Quatsch, sondern man muss natürlich Menschen Glauben schenken, die sich wirklich damit auskennen, weil alles andere Unsinn ist. So, was steht hier? Um es klar zu sagen, auf den Intensivstationen liegen weitaus mehr Ungeimpfte als Geimpfte. 7 von 10 Intensivpatienten mit Corona konnten oder wollten sich nicht gegen Covid impfen lassen. Weil der Impfstatus im Krankenhaus ermittelt wird, steht diese Zahl fest. So. Jetzt sagt Caroline, ja, aber in Bayern, da gibt es irgendwie so eine Verzerrung. Okay, mag sein, aber es sind halt immer noch 7 von 10, bei denen es entweder unklar ist oder die sich eben nicht haben impfen lassen. So. Bei dieser ganzen Geschichte darf man auch nicht vergessen, dass die meisten Menschen in Deutschland ja schon geimpft sind. Ja? Das heißt, also von diesen wenigen, im Vergleich zu diesen vielen, ja, also von diesen wenigen, die ungeimpft sind im Vergleich zu diesen vielen, die geimpft sind, ja, von diesen wenigen gibt es dann trotzdem immer noch eine Mehrheit auf den Intensivstationen, ganz klar, ja. Das spricht nämlich auch nochmal dafür, dass die Impfung einfach wirkt. Ich meine, das ist ja klar, dass die Impfung wirkt. Da muss man einfach nur mal die eine oder andere oder, keine Ahnung, mal eine von den hunderten Studien lesen, die es dazu gibt auf wissenschaftlicher Seite. Da wird man das ganz schnell feststellen, wenn man natürlich nur auf Kanälen wie Reitschuster und Caroline Mathieu rumhängt, dann wird man das niemals glauben. Ne? Einfach mal sich mit der Wissenschaft beschäftigen, ist da eben nicht angesagt. Na gut, ist halt leider so, diese Menschen wird man wahrscheinlich niemals oder die wenigsten davon wird man davon oder damit beeindrucken können, dass man da irgendwelche Zahlen und Fakten und wissenschaftliche Studien zitiert. Gucken wir mal hier, was wollte ich denn jetzt eigentlich?
Achso, das hatte Caroline gerade angesprochen. Genau, nordbayern.de. Personen mit unbekanntem Impfstatus wird dadurch die Statistik verzerrt? Fragezeichen. Also ist mitnichten so, dass hier Nordbayern sagt, ja, die Statistik, die wird da auf jeden Fall verzerrt. Nee, da ist ein dickes Fragezeichen hinter dieser Überschrift. Und lese ich das hier alles so vor? Weiß ich jetzt nicht. Moment. Vielleicht nur so viel. Na gut, vielleicht doch von vorne. Wie groß ist der Anteil an Personen mit unklarem Impfstatus? Fragezeichen. Die FDP fordert Aufklärung durch das LGL und Ministerpräsident Markus Söder. Ja. Gut. Erlangen. Um die Berechnung der Inzidenz der Ungeimpften durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Klammern LGL ist eine Debatte entbrannt. Die Behörde verteidigte nun ihr Vorgehen bei der Berechnung. Konkret geht es dabei um die Frage, ob es legitim ist, Personen mit unbekanntem Impfstatus der Gruppe der Ungeimpften zuzuschlagen. Eine Schwachstelle in der Berechnung, die zur Untererfassung von Corona-Fällen bei Geimpften führt. Die Welt hatte darüber berichtet, dass die Gruppe der Personen mit unbekanntem Impfstatus einen sehr großen Teil der in die Berechnung einfließenden Personen ausmache. Demnach war bei der Berechnung für den 24. November von gut 72.000 Personen, die als ungeimpft behandelt wurden, bei mehr als 57.000 der Impfstatus unbekannt. Potenziell kann dies das Ergebnis massiv verzerren. Potenziell, schreiben die hier, ja, könnte das Ergebnis verzerren. So, aber das LGL bestätigte die Zahlen am Sonntag auf Nachfrage, verteidigte aber sein Vorgehen. Zum einen weise man auf der Homepage auf die Einbeziehung der unbekannten Fälle hin, betonte LGL-Präsident Walter Jonas. Zum anderen, auch sehr interessant, habe sich herausgestellt, dass die Fälle mit zunächst unbekanntem Impfstatus, Zitat, nach später vorliegenden Daten in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle ungeimpft waren. So. Die meisten waren also trotzdem ungeimpft, obwohl es zuerst mal nicht klar war, waren die nun geimpft oder nicht. Ja? So, was haben wir hier noch? So, hier auch nochmal. Zudem betonte Jonas, selbst nach einer Umstellung der Berechnung wird sich weder an der Tatsache etwas ändern, dass die Inzidenz bei den Ungeimpften um ein Vielfaches höher ist als bei den Geimpften, noch wird sich an der Tatsache, dass Ungeimpfte einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt sind, schwer an Covid-19 zu erkranken, irgendwas ändern. So. Tja, also da sieht man schon wieder, Caroline, wie sagt ASKL immer so schön, Caroline liest die Überschriften und danach nicht mehr weiter. Da muss ich ihm leider recht geben. Also, ich meine, sie entweder verschweigt sie das, was nicht in ihr Narrativ reinpasst, oder aber sie liest tatsächlich nur die Überschriften und das war's dann. So, und was haben wir noch? Hier haben wir doch noch irgendwas Schönes. Das hatten wir schon. Ja, genau. Apropos Narrativ von Caroline Mathieu. Warum, wenn Caroline doch immer so gerne über Covid-19 und die Impfung und so weiter und so fort berichtet, warum erzählt sie denn nicht mal sowas hier? Mob zieht mit Fackeln vor Wohnhaus vor von Sachsens Gesundheitsministerin. Vor dem Haus der Gesundheitsministerin Petra Köpping versammelte sich am Abend eine Menschenmenge mit Fackeln. Der Protest galt der Corona-Politik. Also da sind wirklich, da ist so ein wütender Mob mit Fackeln vor das private Anwesen einer Politikerin gezogen und hat da irgendwelche, und die haben da irgendwelche Sprechchöre gegrölt. Ja, also richtig angsteinflößend, und ja. Warum
berichtet denn Caroline nicht mal über solche Sachen? Aber das passt dann wieder nicht ins Weltbild rein. Das, was sie ja so gerne immer anderen Menschen vorwirft, ne? Die wurden immer nur das eigene Narrativ bedienen. Genau die Sache zieht sie selber schon seit Jahren ab. Kann ja keiner so wirklich nachweisen, müsste man jetzt in jedem Einzelfall nachprüfen. Aber das dürfte ordentlich ins Gewicht fallen, wenn man automatisch jeden reinschiebt, von dem man nicht. Ja, das dürfte, Caroline, du hast es nicht geprüft und du hast den Artikel nicht gelesen. Bis man bis drei gezählt hat, einen entsprechend. Das ist genauso wie, naja, also ich glaube, dass Lauterbach seine Twitter-Follower gekauft hat. Oder einen Großteil seiner Twitter-Follower gekauft hat. Und also ich glaube, dass die Statistik irgendwie verzerrt ist. Es könnte sein, aber es muss auch nicht sein. Und den Artikel habe ich übrigens auch nicht gelesen, beziehungsweise ich erzähle euch auch nicht alles, was in dem Artikel da drin steht, was nicht so richtig in meine Geschichte reinpasst, die ich euch erzählen möchte. Einen Pass vor die Nase gedrückt bekommt. Also an der Stelle mal wieder vorsätzlich gelogen. Ja, mit vorsätzlicher Lüge kennt sich Caroline Mathieu sehr gut aus. Genau die fabriziert sie nämlich auch immer wieder in ihren Videos. Hätte lauter da muss, da hätte Südolfus drauf eingehen müssen. Der hätte er differenzieren müssen. Hätte er sagen müssen, wir wissen nicht, wie viele Leute von denen und denen und denen eine heilige Kuh adoptiert haben. So, das wäre dann ehrlich gewesen. Hätte er sagen können, nachweislich mit heiliger Kuh sind so und so viele. Und bei denen und denen, das sind nicht alles Leute ohne heilige Kuh, bei denen wissen wir es einfach nicht. Aber das hätte natürlich das Narrativ nicht ausreichend gefüttert. Das wäre nicht dramatisch genug. Das passt ja nicht ins Weltbild. Das passt nicht ins Weltbild, genau, Caroline. Damit kennst du dich, wie gesagt, sehr, sehr gut aus. Man will ja suggerieren, dass alle die das. Ja, du willst suggerieren, dass die Impfung nicht wirkt, dass die ganzen Schutzmaßnahmen totaler Unsinn sind. Das wurde übrigens letztens wieder bestätigt, kann ich auch noch mal in meinem Video verlinken. Gab es eine sehr schöne Studie, eine sehr, sehr ausführliche Studie. War das nicht die Max-Planck-Gesellschaft auch? Meines Erachtens war das die Max-Planck-Gesellschaft, hat vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Tagen, eine umfangreiche Studie dazu veröffentlicht, dass FFP2-Masken hervorragend dazu geeignet sind, die Pandemie zu bekämpfen, beziehungsweise dazu geeignet sind, sich einfach selbst und dann natürlich auch andere Menschen vor Infektionen zu schützen. Alle die im Krankenhaus sind, keine heilige Kuh haben. Und wenn sie dann doch eine heilige Kuh haben, na, dann ist das halt einfach, wird verschwiegen, passt schon, ist dann eben unklar. Unklar heißt automatisch keine heilige Kuh. Es ist ja auch okay. Ich meine, Leute, man kann das ja auch gerne alles anzweifeln. Man kann ja sagen, hier, ja, guckt mal hier, der Lauterbach, der könnte seine Follower gekauft haben. Und guckt mal hier auf die Statistik, die könnte verzerrt sein. Ist ja in Ordnung. Da darf man natürlich darauf hinweisen, ja? Finde ich auch gut, wenn man solche Sachen aufdeckt. Aber dann einfach die Sache als Wahrheit hinzustellen, Informationen zu verschweigen, die nicht ins Weltbild passen. Solche Sachen einfach immer wieder zu machen, das ist das, was auf Carolins Kanal seit Jahren vonstatten geht. Und das kann ich so einfach nicht stehen lassen. Und deswegen muss ich hier mal wieder ein dagegen setzen. Und damit kann man dann seinen politischen Wahn rechtfertigen. Nachlesbar, wie gesagt, bei nordbayern.de. Da wir jetzt schon in den südlicheren Gefilden angekommen sind, schauen wir noch mal. Ja, liebe Freunde, der Rest des Videos wird euch hier einfach unterschlagen, aber keine Sorge, ihr verpasst hier nichts Weltbewegendes. Caroline erzählt hier noch irgendwas über Österreich und naja, der Rest ist auch nicht so wirklich interessant. Ja, das war ja mal eine interessante Runde hier wieder auf ihrem Kanal hier, auf Carolins Reisekanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich melde mich ab. Vielen Dank und bis denne, eure verkalkte Zirbeldrüse.